Möchte ich die Stadt Karlsruhe loben für eine hervorragende Bienenweide. Man sieht wieder, der Begriff Bienenweide ist total irreführend, weil das ist eine Solitärbiene / Wildbiene bekannt und eben keine Honigbiene. Aber auch Honigbienen gehen da wirklich gut drauf. Deswegen Thema Begriffsänderung, das Ding muss Insektenweide heißen und keine Bienenweide. Sonst denken nämlich die Leute wieder, nur Bienen gehen hin. Mit diesem Strauchbaum kann man das Hummelsterben unter den Lindenbäumen reduzieren oder auch komplett wegbekommen. Wie man hier auch sieht, selbst die Jagdtiere, also die Wespen, auch die brauchen Nektar. Guck mal, da ist nochmal eine Hummelart. Ja, also ich löse das mal auf, was das hier für eine tolle Insektenweide ist. Das ist eine Strauchkastanie. Und hier haben wir nochmal eine Strauchkastanie und dann haben wir da nochmal eine Strauchkastanie. Und das ist doch schon mal echt eine tolle Sache. Und warum ich gesagt habe, dass wir mit Strauchkastanien die Hummeln vom Absterben nach der Lindenblüte retten können, liegt einfach daran, weil die Hummeln sterben nach der Blüte der Linde in den Linden, also in den letzten Lindenblüten, aus Nahrungsmangel, weil einfach nichts mehr in der Umgebung blüht. Und die Strauchkastanie, die blüht unmittelbar nach der Linde. Und seht ihr hier über die Spitze drüber, ich zoome mal ran, das schöne leuchtende, leuchtweißende Baum, das ist ein Trompetenbaum und der blüht auch nach der Linde. Und genau das ist das, was wir meinen mit einem Trachtfließband. Ein Trachtfließband bedeutet, wir müssen den Tierchen von Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres Nahrung zur Verfügung stellen. Und das geht, wie man hier sieht. Und wenn man jetzt schon weiß, dass das geht, fragt man sich natürlich, warum wird es nicht überall gemacht? Sieht auch vor allen Dingen hübsch aus. Noch eine Besonderheit der Strauchkastanie ist definitiv, dass dieser Baumbusch eben gar nicht in die Höhe schießt. Der geht immer in die Breite rein. Hier nochmal eine Hummel. Ja, wie man auch hier sieht, das geht in die Breite und das ist nicht geschnitten, sondern die Strauchkastanie, die wächst tatsächlich so breit. Also wer sein Gras weghaben möchte mit so einem Busch, ne, das überwuchert ja euer Gras und damit braucht ihr auch nicht mehr so viel Rasen mähen. Und es sieht wirklich hübsch aus. Essbar ist die Strauchkastanie nicht. Aber guckt es euch nochmal an. Wunderschöne Kerzenblüten. Tschüss.